Huhu, Leute, ich bin Flash. Willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Nicht wundern, dass da rechts am Bildschirmrand die ganze Zeit irgendwas durchläuft. Die Items da. Ich habe gerade alles Zeug aus dem Inventar einfach offscreen zerlegt, damit wir das nicht im Video machen müssen. Dass wir hier nämlich uns im Video selbst darauf konzentrieren können, dass wir hier die Quests vorwärts bringen. Das heißt, wir gehen jetzt hier in diese Stadt. Wir haben ja bereits schon den Wald mit der Medusa gefunden. Da waren wir ja schon, da sind wir aber nicht reingekommen in der letzten Episode. Und ich sehe gerade, in der Stadt vor uns ist sogar auch nochmal ein Schnellreisepunkt. So, wo kommt das Pferd? Ah ja, hier ist es. Wir können ja mittlerweile jetzt auch in Städten schnell laufen, was natürlich eine Top-Sache ist. So, holen wir uns jetzt erst den Schnellreisepunkt oder nicht? Ne, die Quest ist vorher, das heißt, die holen wir uns auch vorher. Die ist hier rechts, ach, oben auf dem Berg ist die. Okay, alles klar. Dann müssen wir da jetzt einmal hin. So. Hoch geht's. Da hören wir es jetzt schon, die Schlangenhaarige. Natürlich ist das Medusa. Und ja, hier wird mal wieder eine öffentlich, keine Ahnung, wie soll ich das, gefoltert wird die ja nicht, aber mal wieder öffentlich angeprangert. Und wir sehen hier auch direkt 4, 5 Gegner. Das heißt, wir können die entweder jetzt schon wegmachen, wo uns noch keiner auf den Sack geht. Oder, ja, machen wir einfach so, oder? Wir machen die einfach jetzt schon weg, weil sonst lösen wir jetzt gleich das Gespräch aus und dann geht der Kampf los und dann können wir nichts machen. Wir machen das jetzt einfach so. Das heißt, ich mache jetzt hier einfach Verkettungsangriffe von einem zum nächsten. Dann geht uns nämlich niemand auf die Eier, während wir die Frau retten. So, jetzt haben wir zwar einen Mord an der Backe, aber immerhin sind die Gegner schon mal weg. Und jetzt können wir das hier auslösen. Eine Söldnerin! Oh, danke Götter! Hilf mir bitte! Schweig, Schlange! Was ist hier los? Wir führen diese böse Kreatur der Gerechtigkeit zu. Sie leiden an Verfolgungswahn und glauben, ich hätte Ligeia der Kreatur im Wald geopfert. Zügel deine giftige Zunge. Dieser wandelnde Fluch ist im Bund mit der Schlangenhaarigen. Sie sieht einfach nur verängstigt aus. Bitte, diese Kreatur entführte Ligeia. Wenn ich sterbe, wer rettet sie? Ich rette Ligeia und töte jede Kreatur, die mich aufzuhalten sucht. Was sagst du da? Sie wird dich zum versteinerten Tempel und in deinen Untergang führen. Was ist das für eine Kreatur? Böse. Herzlos. Unbegreiflich. Wir müssen das Mädchen töten, bevor sie die Schlangenhaarige zu uns führt. Der Wald, in dem die Kreatur haust. Wo ist er? Jenseits des versteinerten Tempels, nördlich von hier. Es ist ein dunkler Ort, der von Schatten heimgesucht wird und wo es verfluchte Steine gibt. In seiner Mitte befinden sich Ruinen. Von dort kehrten nur wenige zurück. Du erwähntest eine Ligeia. Sie ist... so anmutig und schön, dass es keine Worte gibt. Eine Tochter der Artemis. Mutig, nicht wie ich. Welch dunklen Preis bot die Schlangenhaarige für ihre Sie Seele. Sie lebt, Söldnerin. Das weiß ich. Sollte diese Kreatur Ligeia am Leben gelassen haben, ist Eile geboten. Folge mir. Vorsicht. Sie werden von Angst angetrieben. Das Mädchen kommt mit mir. Und ihr geht mir besser aus dem Weg. Sie hat dich mit Sprüchen verzaubert, Söldnerin. Bürger, wir müssen die Stadt retten. Und die Eindringlinge müssen sterben. Versteck dich im Tempel. Ich erledige das. Okay, jetzt haben. Ist das nur dieser eine jetzt, der gegen mich. Oh ne, der will gegen kämpfen. Ich dachte jetzt schon, der lässt mich in Ruhe komplett, aber. Oh. Aber ist doch nicht so. So, was haben wir jetzt? Ah, da kommen sogar noch ein paar Gegner, alles klar. Die müssen wir natürlich auch noch loswerden. Natürlich blöd, dass jetzt hier auch noch ein... auch noch ein Kopfgeldjäger da ist. Ach du Gott, ey. Jetzt geht's hier aber ab. So, erstmal ein paar Leute loswerden hier. Ja, verpiss dich. Aua. Nein, nein, nein. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die einen nach...
anderen, ja, das hatte gut geklappt. Wollte gerade sagen, müssen wir gucken, wie wir einen nach dem anderen loswerden. War jetzt natürlich auch echt blöd, dass hier alles nacheinander kam, alles gleichzeitig im Prinzip. Dass da auch noch zusätzlich zu den Wachen, die ich eh schon getötet hatte, jetzt nochmal eine ganze Gruppe an Wachen kam. Und dann sogar auch noch ein Kopfgeldjäger. Oh, und jetzt sind wir wieder hier, so ein Scheiß. Aber gut, ist nicht so schlimm. Jetzt wissen wir ja, wo die Quest ist und wie wir die annehmen und wie wir die am besten machen. Es ist vielleicht echt am besten nicht die, die Söldner, die Wachen da am Anfang zu töten, weil dann kriegen wir nämlich keinen Mord aufgehetzt. Und dann kommt nämlich auch dieser Kopfgeldjäger nicht. Das könnte natürlich gut sein. Obwohl, na, da müssen wir gegen so viele kämpfen. Ich meine, wenn da zusätzlich zu diesen ganzen Arschlöchern, die da eh schon rumstehen, dann nochmal 4 kommen, ist das natürlich echt krass. Also, ich glaube, gegen 8 ist dann auch schwierig zu kämpfen. Darum war das schon, glaube ich, nicht verkehrt, wie ich das gemacht habe bisher. So, jetzt müssen wir aber hier irgendwie hoch. So, das heißt, wir machen die einfach nochmal so weg. Und dann müssen wir halt einfach damit leben. So, die machen wir einfach so weg. Gibt dann zwar, wie gesagt, Mord. So. So, und wenn wir jetzt einfach alternativ den Typen direkt töten... Ach, können wir gar nicht, schade. Okay, sonst hätte ich nämlich gesagt, wir töten den jetzt einfach. So, der Kopfgeldjäger kommt jetzt nämlich schon. Da ist er nämlich. Das heißt, den machen wir jetzt zuerst weg. Und dann nehmen wir erst das Gespräch an. Das ist, glaube ich, schlauer. Genau. So. Der ist jetzt nämlich hier. Dann schleichen wir uns an. Und machen den kritischen Treffer rein. Und dann geben wir hier einfach das hier. Das dürfte auch ganz in Ordnung Schaden noch machen. Und gibt auch wieder Adrenalin. Und vor allem liegt die dann noch auf dem Boden. Und dann können wir ihr einfach noch einen Verwüsterschuss in die Fresse geben. Und dann war es das nämlich. Genau, so. Und jetzt können wir die Quest da oben auslösen. Jetzt sind wir zwar wieder ganz unten, aber immerhin nervt uns jetzt kein Attentäter. Jetzt können wir uns dann nämlich drauf konzentrieren. Auf das, was da kommt. So. Jetzt können wir auch einfach schnell durch das Gespräch durchzoomen. Jetzt wissen wir ja schon, wie das alles ist. So, einfach schnell, bla 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 bla. Ich werde sie retten, bla 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 bla. Genug davon, bla 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 bla. Alles klar, und dann machen wir den kaputt. Oh. So, und jetzt kommen von da hinten noch ein paar Assis. Genau. Aber die machen wir jetzt einfach hier mit weg, hoffentlich. Okay, klappt irgendwie nicht so gut. Weil die alle ein Schild haben. Und man die deswegen kaum trifft. So. Und das zählt ja auch als Mord, oder was? Ist klar. Oh, jetzt hing ich gerade fest irgendwie an einem Berg oder so. Oh gut, die sind weg. Jetzt ist nur noch der Bogenschütze da, der blöde Sack. Aber es dürfte eigentlich kein Problem sein. Genau, sehr gut. So, jetzt sind wir die nämlich losgeworden. Und jetzt können wir hier nämlich... Ist das die? Ja, es sieht so aus wie die. Du bist jetzt sicher. Sicher? Sicherheit schert mich nicht. Ich will ein letztes Mal in Ligeias Augen sehen, selbst wenn es mich umbringen würde. Liebe mag unser aller Ende sein, doch sie lohnt jeden Preis. Meine Drachme für Charon liegt schon lange bereit. Gehen wir. Alles klar. Hast du einen Namen oder soll ich bei du bleiben? Ich heiße Brees. Cassandra. Ligeia wartet auf mich, Cassandra. Wenn man mich entführt hätte, würde sie mich bestimmt nicht warten lassen. Dann enttäuschen wir sie nicht. Wo wurde sie entführt? In unserem Heiligtum, den Ruinen des Schreckens im steinernen Tal. Und da wunderst du dich, dass sie entführt wurde? Es ist nicht sicher hier. Okay, die Ruinen des Schreckens wissen wir bereits, wo die sind. Die haben wir schon mal gefunden. Jetzt müssen wir da wahrscheinlich einfach nur nochmal hin. So, und dann müssen wir dann Ligeia retten. Wir nehmen hier einfach eins der Pferde mit. So. Und dann hinterher. Und dann geht's, denke ich, zur Medusa. Dann müssen wir die töten und dann haben wir's nämlich. Genau, sehr gut.
So. War ja auch nicht so weit der Weg, soweit ich das weiß. Hier geht's jetzt, glaube ich, schon gleich in den versteinerten Wald, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das war echt blöd, dass da jetzt gerade bei diesen Kämpfen das auch noch als Morde zählt. Aber ne, immerhin haben wir keinen doppelten Kopfgeldjäger Kopfgeld gekriegt. So, hier sind die Ruinen des Schreckens. Jetzt sag mal, was hier abgeht. Achso, das war schon, okay. Dieser Ort gehörte uns, Ligeia und mir. Ein verbotener Ort für eine verbotene Liebe. Nicht gerade gemütlich hier. Selbst Beerdigungen sind romantischer. Stücke ihrer Kleidung führen zum Unterschlupf der Schlangenhaarigen. Bitte, wir müssen uns beeilen. Finden wir Ligeia. Zeig mir den Weg. Okay. Alles klar. Ja, ich weiß, kenne den Weg jetzt im Prinzip schon, weil ich da nämlich schon mal war, aus Versehen. Aber gut. So. Ich weiß auch nicht, ob wir gleich den Medusa-Kampf dann, ob wir den auch mit diesen 25% Lebenspunkten machen sollen, weil das ist bestimmt von allen Gegnern, die wir bisher hatten, ist das bestimmt das Schwierigste. Ja, geh zu Fuß weiter. Ich bin zu Fuß, Spiel. Das ist bestimmt das Schwierigste. Und schon der Minotaurus, der ging zwar mit diesen 25%, aber das war nicht so einfach. Obwohl, wir versuchen es natürlich erstmal. Erstmal versuchen wir es mit diesen 25%. Was ist das für ein Ort? Hier lebt nichts. Wir betreten das Reich der Schlangenhaarigen. Hörst du? Als fürchtete selbst der Ton, was der Nebel verschleiert. Das Atmen wird immer schwerer. Selbst die Luft ist tot. Jetzt können wir nicht mehr laufen oder rennen, oder? Diese Statuen sehen seltsam lebendig aus. Und ihre Gesichter zeugen von Angst. Sie vernichtet alle Lebewesen, verwandelt sie in Stein und lässt sie in Angst erstarrt in alle Ewigkeit fahren. Ja, das muss die Medusa sein. Wenn Ligeia, wenn sie zu Stein erstarrt ist, wie begraben wir sie? Sie wird Charon nie treffen. Oh, wir haben ja gerade irgendeinen Schrei gehört. Warte. Locker. Ich lauf besser hinterher. Okay, ja, da wird es jetzt gleich reingehen, dann denke ich. Ich hoffe, wir können die Tür auch irgendwie öffnen. Aber wir werden es herausfinden. Vielleicht macht die ja jetzt das Ding auf. Vielleicht hat die irgendwas dabei, so eine Stele wieder oder so. Wir müssen hinein. Doch ich sehe keinen Weg. Und die Mauern sind zu glatt zum Klettern. Sie sollte nicht da drin sein, sondern in meinen Armen. Ihr Atem, ihr Geruch. Jede Nacht trafen wir uns bei den Ruinen des Schreckens. Ich kam ein einziges Mal zu spät. Ich suchte nach einer Rose für sie. Sie sollte perfekt sein, wie sie. Es ist meine Schuld. Wäre ich rechtzeitig hier gewesen. Dann wärst du ebenso gefangen worden. Vereint. Du warst auf der Suche nach einer Rose. Einem Geschenk. Bereue nie eine Tat der Güte. Hab Dank. Ja, und wie kommen wir jetzt da rein? Was weißt du über diesen Ort? Ligeia ist eine Tochter der Artemis. Ihr Volk lebte hier vor langer Zeit. Einer Legende nach fanden sie ein altes Artefakt in einer Schlangengrube. Ligeia glaubte, sie hätten es noch immer, verborgen in ihrem Dorf. Auf ja. Es gibt ja noch einen Söldner, der behauptet, die Kreatur erlegt zu haben. Unmöglich. Aber viele glauben ihm. Vielleicht weiß er etwas. Der Söldner, dieser Bezwinger der Schlangenhaarigen, wo finde ich ihn? Er ist auf dem Berg im Tempel des Poseidon, der griechischen Perle. Helden von überall her wollen ihn herausfordern, um Ruhm zu erlangen. Doch er kann die Kreatur nicht getötet haben. Sie hat Ligeia entführt. Hast du die Kreatur selbst gesehen? Nein, aber nur sie wäre stark genug, Ligeia zu entführen. Sie ist zu mutig. Und zu stur. Ich finde einen Weg hinein und dann töte ich diese Kreatur. Und ich finde die Rose für Ligeia, die ich ihr in jener Nacht geben wollte. Erinnern wird sich, sage ich, wohl noch manche an uns. Die Dichterin Sappho. Wir lieben sie. Bitte, Cassandra, eile!
Das muss die uralte Perle sein. Okay. Das heißt, wir können jetzt nicht direkt zu der blöden Medusa, sondern wir müssen erst noch die Quest abgeschlossen, Schlüsselanhänger. Haben wir schon irgendwas davon bekommen oder was? Mehrere Quests angenommen, ja, schön. Alles klar, dann werden wir mal mehrere Quests uns angucken. Finde den Söldner und sprich mit ihm über den Speer. Ein Söldner auf Lesbos behauptet, die Schlangenhaare getötet zu haben. Er wartet im höchsten Gipfel in der nördlichen uralten Perle. Aha, und anscheinend dieses Ding, was wir auch noch brauchen, dieses Schlüsselanhängerteil aus dem Dorf von den Jägerinnen, das hatten wir anscheinend schon, weil wir ja schon mal hier auf Chios, hier oben in diesem Jägerinnendorf, waren wir ja schon mal hier, Jägerinnendorf. Und da haben wir das vermutlich schon gekriegt. Ich glaube mich zu erinnern, wir haben tatsächlich irgendein Item schon mal bekommen. Aus irgendeiner Höhle hier. Ich meine, sowas hatten wir schon. Jetzt müssen wir noch hier gucken, wo dieser Typ auf dem Berg ist. Aber das dürfte kein Problem sein, denn da ist direkt ein Schnellreisepunkt neben dem. Das heißt, im Idealfall müssen wir den jetzt einfach nur töten. Und dann war es das. Und dann können wir nämlich zur Medusa. So, da ist er. Du bist in der Nähe deines Ziels. Da ist der Tempel auf dem Hügel. Können wir dem jetzt einfach abknallen? Nein, können wir nicht. Wir müssen erst mit dem reden. Okay, alles klar. Dann machen wir das mal. Entschuldigung? Wir werden in Dunkelheit geboren und erheben uns zu den höchsten Gipfeln, bevor wir wieder in der Dunkelheit versinken. Ein Krieger und ein Sophist. Mal was anderes. Das ist keine Philosophie. Es ist Wahrheit. Er lernt durch Gewalt, Schicksal und das Böse. Das wahre Böse. Du sprichst von der Schlangenhaarigen? Die Kreatur. Als sie uns draußen angriff, dachten wir nur ans Überleben. Mein Speer erlaubte mir, ihrem Blick zu entgehen. Ich hatte Glück. Meine Freunde nicht. Also hat er die gar nicht besiegt? Sag mir, wie du die Kreatur besiegen konntest. Es ging alles so schnell. Wir wollten in den Tempel eindringen und sie in die Ecke drängen. Doch sie überfiel uns, bevor wir dort waren. Danach war keine Zeit mehr zum Taktieren. Warum habt ihr sie überhaupt angegriffen? Maskierte Soldaten heuerten uns an, um ein altes Objekt aus ihrem Nest zu stehlen. Ja, das Artefakt. Wahrscheinlich war es der Kult des Kosmos. Erzähl mir von dem Objekt, das ihr stehlen solltet. Tatsächlich glaube ich, dass sie gar nicht genau wussten, was es ist. Nachdem ich die Bestie erlegt hatte, wollte ich ihr Nest durchsuchen, doch es war versiegelt. Gib mir den Speer. Wir sind Krieger. Ihn kampflos abzugeben hieße, meine gefallenen Freunde zu entehren. Ich wollte eigentlich noch schnell hier den Zweier-Skill machen. Aber hat leider nicht geklappt. So, erstmal den Schild von dem weg, von dem Typen. Und dann schnell den Bogen rausholen und ihm einfach ein paar gezielte Kopfschüsse geben. Oh nein, hier ist... Jo, jetzt geht's wieder ab. Okay, war sowas von klar. Das war so klar. Aber egal, jetzt machen wir erstmal hier so ein bisschen. Bauen wir ein bisschen Adrenalin auf, dass wir gleich einfach ein paar Mehrfachschüsse machen können oder sowas. Und dann gucken wir mal, dass wir die hier irgendwie loswerden, die beiden. Zumindest zuerst den einen. Den hier erstmal weg. Genau, der ist jetzt nämlich gleich... Genau, das war's jetzt nämlich. Für den schnell das Item von dem nehmen. So. Alles klar. Konnten wir jetzt zwar leider nicht lesen, was da stand. Aber so können wir jetzt die wenigstens wegmachen. So, alles klar. Hat doch geklappt irgendwie. Mal wieder sowas von klar, dass da zwei gleichzeitig kamen. Aber jetzt will ich mal gucken, was ich da gerade bekommen habe. Da war irgendwas zum Lesen, was wir so schnell gar nicht lesen konnten. So die Gorgonscheibe, genau. Das war, glaube ich, das, was wir aus dem Jägerinnendorf geholt hatten. Und dann war hier noch, genau, hier, das war's. Unsterbliche Windung. Ich konnte meine Freunde und die Frau nicht retten. Oder war es das? Die sprang mit der Anmut von Artemis auf die Kreatur zu und setzte den tödlichen Streich. Die Kreatur ließ etwas fallen. Ein Artefakt. Ein Fluch. Ich versuchte, die Frau zu warnen, als sie danach griff, doch der Fluch ergriff Besitz von ihr, wand sich um ihre Arme und schlang sich ihr um den Hals. In ihr erhob sich die Kreatur erneut, die Schlangenhaarige. Es ist ein Zyklus. Wer diese Kreatur tötet, der wird selbst zu ihr. Aha, okay, also, wir haben jetzt was Interessantes gehört über die Medusa. Die kann echt besiegt werden. Also die ist nicht so übertrieben stark, dass die nicht vorher schon mal jemand besiegt hätte.
Allerdings ist, ist es anscheinend so, dass wenn man das Artefakt aufsammelt, dass man dann selbst zur Medusa wird danach, wenn man sie besiegt hat. Und das ist sowas Ähnliches haben wir ja auch schon bei den anderen Artefakten, auch bei Minotaurus und auch bei der Sphinx und auch bei dem Zyklopen gesehen, dass jedes Mal so dieser Geist dieser Kreatur noch nach uns gegriffen hat. Jetzt ist Cassandra natürlich so stark, dass das ihr nichts groß ausmacht und sie es immer schafft, ja, diese Macht zu übertrumpfen sozusagen. Aber andere sind vielleicht nicht so stark. Die sind vielleicht stark genug, um die Medusa zu töten, werden dann aber selbst zu der Medusa. Okay. Der Söldner wusste nichts. Er schaffte es gar nicht erst in die Gruft. Welche Zeitverschwendung. Ligeia wartet und wir haben nichts getan, um ihr zu helfen. Das stimmt nicht ganz. Der Söldner trug diesen Speer bei sich. Mit ihm will er die Schlangenhaarige getötet haben. Nein, nein, die Kreatur entführte Ligeia. Sie kann nicht tot sein. Sie wartet in ihrer Gruft. Dann gibt es etwas an dieser Geschichte, das wir noch nicht verstehen. Hast du einen Weg in die Gruft gefunden? Ligeias Geschichte stimmte. Die Töchter der Artemis hüteten diese Scheibe, den Schlüssel, das... Ich kann die Gruft öffnen. Du hast doch keine der Töchter verletzt, als du die Scheibe... Nein. Niemand ist gestorben, ich habe lautlos getötet. Das stimmt halt alle nicht. Wir haben einfach das komplette Dorf ausgelöscht. Aber gut, wir sind ja selber eine Tochter der Artemis. Und da die hier auch dazu gehören, sagen wir einfach mal, niemand ist gestorben. Es bestand kein Grund zur Gewalt. Die Töchter der Artemis bemerkten mich nicht einmal. Dann ist Tücher auf deiner Seite. Für Ligeia besteht noch Hoffnung. Okay, dann können wir das Ding jetzt, denke ich, einsetzen. Machen wir mal. Ist auch genau das Symbol drauf, was auch in Atlantis da drauf ist. Dieses Medusa-Symbol. Und Brice rennt einfach rein. Hoffentlich stirbt jetzt nicht auch. Bisher ist immer jeder gestorben. Bisher ist jeder gestorben, der mit uns bisher hier in so ein Gebiet reingegangen ist. Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh. Und wir haben sogar auch nur noch ein einziges Adrenalin. Das ist natürlich auch kacke, dass wenn wir jetzt, eventuell einen kompletten Bosskampf mit Brice, nur einem einzigen... Ich weiß nicht, was dich erwarten wird. Brice! Ach so, hier sind total viele Schlangen. Das ist natürlich gut. Ist natürlich auch irgendwie klar, dass hier, wo die Medusa ist, dass hier auch ohne Ende Schlangen liegen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich hoffe, dass diese Schlangen nicht während des Bossfights kommen. Das wäre blöd, wenn die Ads in diesem Kampf, wenn das Schlangen wären. Das nervt dann natürlich, aber so haben wir wenigstens... Wütende Schlangen. Ein schlechtes Omen. So können wir wenigstens jetzt hier noch Adrenalin aufbauen. Ihr seht, wir sind sogar auch fast wieder voll. Das ist natürlich gut. Das heißt, wir können mit vollem Adrenalin in den Kampf gehen. Das heißt, wir nehmen hier auch noch alle Schlangen mit, was... Kills angeht. Hey, kann man die denn nicht treffen? Okay. Gut, einfach alles töten ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil es auch Pfeile kostet, aber ist ja egal. Die Medusa soll ruhig merken, dass hier ein absoluter Schlangenkiller kommt. Und ich meine, die haben wenigstens Loot, den wir looten können. Oh, hier ist noch eine. So, nehmen wir alles mit, was wir hier haben. Hier ist echt viel, hier kriegt man echt viel. Oh, ah, da ist eine direkt neben mir. Das sind aber viele hier, ey, Junge, Junge. Haben wir sonst noch welche? Ja, sonst sieht's gut aus. Zum Glück sehen wir die durch unseren, durch diesen einen Skill, den wir haben, sehen wir die Schlangen zum Glück alle. Aber mit diesem gelben Symbol. Hier ist natürlich auch alles voll, ist klar. So. Bisschen runter vielleicht. Ja, ganz runter wollte ich jetzt nicht unbedingt, aber egal. Wird schon gehen. So. Dann nehmen wir alles mit, was wir hier haben und kriegen können. Wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir auch alles. So, dann geht's hier wieder raus. Und dann werde ich gleich mal speichern müssen, denke ich. Weil, oh, sie hat anscheinend Ligeia gefunden. Die Frage ist jetzt natürlich, hat sie wirklich Ligeia gefunden? Oder hat sie einfach nur Medusa gefunden, die jetzt Ligeia ist? Vielleicht hat Ligeia ja sogar, wie wir schon gehört haben. Hallo.
Vielleicht hat Ligeia ja sogar tatsächlich die Medusa besiegt, als sie entführt worden ist, und ist dann aber selbst zur Medusa geworden und sie spricht jetzt sozusagen einfach mit der Medusa, was natürlich schlecht wäre. Oh. So, alles mitnehmen. Falls es ein Schlangentöter-Achievement geben würde, gibt in diesem Spiel, hätten wir es jetzt. So, wir nehmen aber trotzdem noch alles mit. Wir werden uns dann gleich auch wieder Todespfeile herstellen. Und mit Todespfeilen kämpfen. Gegen die Medusa. So. Irgendwie muss ich sagen, mich schon ein bisschen... Oh, schon ein bisschen aufgeregt. Weil ich glaube, das wird so der härteste Kampf von dem, den wir bisher hatten. Die Medusa ist nicht umsonst in so einem späten Gebiet in der Story hier. Nur ein Mythos erzählt von zu Stein geworden. Ja, Medusa. Cassandra kennt den Mythos um die Medusa anscheinend. So. Alles klar, wir nehmen alles mit. Hier oben liegt auch noch Loot. Hier sind echt viele Schlangen. Die hat nicht nur Schlangenhaare, die scheint auch Schlangen generell ziemlich cool zu finden, die Frau. Kann man hier hoch? Das hat Sache, aber ist hier irgendwas? Ah, hier ist vielleicht ein Secret. Mal gucken. Ah, da oben ist tatsächlich was. Hier kann man auch so ein bisschen rum erforschen in dem Gebiet. Aber es ging ja bisher bei den anderen auch. Bei Minotaurus zum Beispiel ging das ja auch, dass man das machen konnte. Kann man hier noch mehr erforschen? Waren wir hier schon? Ja, eigentlich waren wir hier schon, weil da unten liegen, glaube ich, überall tote Schlangen. Aber irgendwie hätte ich eine vergessen. Und vor allem, warum kann ich jetzt hier... Was hat mir das gebracht, dass ich jetzt hier rübergelaufen bin? Überhaupt nichts. Hier ist nämlich nichts. Außer, dass ich hier noch mehr Schlangen gefunden habe, ist hier gar nichts. Okay, es war anscheinend wirklich nur für die eine Kiste, die da ist. Aber egal, machen wir mal weiter. So. Hier ist noch eine Schlange, eine einzelne. Ups. Hier sind sogar noch mehrere Schlangen. So. Nehmen wir alles mit. Hier ist auch noch eine. Okay. Da ist sie. Da geht es dann in den Bossraum. Das heißt, da werden wir dann gleich reingehen. Aber erst nehmen wir hier noch alles mit, was wir hier noch so haben an Gegnern. Huch. So, da und machen wir einfach mal... Obwohl, nee, das ist blöd. Adrenalin alle machen müssen wir jetzt nicht. Das wäre echt Verschwendung, nachdem wir so mühsam Adrenalin überhaupt erst aufgebaut haben. Wieso sind hier so viele Schlangen? Ist das krass? Wenn man hier mal aus Versehen in so eine Grube fällt, hat man, glaube ich, echt ein Problem. So. So, jetzt können wir aber runter, denke ich. Ah ne, da ist noch eine, aber ist nicht so schlimm, ist nur eine einzelne. So, hey. So, alles klar, jetzt nehmen wir hier alles mit. Jetzt kriegen wir hoffentlich auch unsere Pfeile wieder, aber wir bauen gleich eh nochmal neue, also... Das müssen wir auf jeden Fall machen. So, wie kommen wir jetzt hier wieder raus aus dem Scheiß? Einfach hier hoch, ne? Genau, alles klar. So, dann wird es jetzt gleich zur Medusa gehen. Das heißt, wir statten uns jetzt aus mit komplett... Ah, Todespfeile haben wir sogar voll. Das heißt, wie konnte man die nochmal wechseln? Ah, hier, genau. Todespfeile machen wir rein. Der Skill wird uns nichts bringen. Tun wir den rein. Und dann speichern wir einmal. Speichern. Ach, können wir gerade gar nicht. Da müssen wir einfach irgendein anderes überspeichern. Machen wir hier unten. Das war irgendein Level 18-Ding. Okay, überspeichert. Alles klar. So. Und dann werden wir mal reingehen zur Medusa und uns die angucken. Oh ja, das ist sie. Sieht auch echt cool aus. Die haben sie gut hingekriegt, muss ich sagen. Die haben sie wirklich richtig gut hingekriegt. Die sieht geil aus. Aber hat keinen Schlangenkörper. Oh. Wieso hat die keinen Schlangenkörper? Wir müssen uns vermutlich verstecken vor der, oder? Was macht sie jetzt? Oh, die holt Ads. Okay. Und das sind sogar... Oh.
Wow, okay. Wow, die macht Laser auf uns. Und das sind echt viele Gegner. Okay. Wenn. Okay, wir müssen also auf jeden Fall versteckt bleiben. Wow. Okay. Alles klar. Okay, okay. Wow. Wow. Was macht ihr da? Aua. Und das macht doch echt gut Schaden, was die da macht, was auch immer das für ein Scheiß ist. Okay. Jetzt können wir ihr, denke ich, voll einen reinwürgen. Wenn wir treffen würden. Wow. Okay, jetzt macht sie wieder das. Kann ich bitte mal treffen? Bin ich echt so zu blöd zum Treffen? Bin ich anscheinend echt. Uah, jetzt hat sie sich dahin teleportiert, okay. Okay, solange man hinter der Wand bleibt, ist das... Das gibt's doch nicht. Durch ihr Rumgezappel und so, trifft man die absolut nicht. Wo ist sie denn jetzt? Da hinten. Okay, jetzt ist sie hinter mir. Dadurch, dass die so rumzappelt die ganze Zeit... kann man ihr kaum in den Kopf schießen. Ist das eine Scheiße? Okay, dann müssen wir es eventuell ohne Kopfschüsse machen. Aber ich würde ihr gerne mal so einen richtigen Verwüsterschuss in die Fresse schießen. Jetzt haben wir mal einen getroffen, okay. Sie macht gleich keine Todespfeile mehr. Also das Rumgezappel von der, das ist absolut nervig. Ah, nein. Okay. Aber so geht ihr. Keine Pfeile mehr. Okay, jetzt muss ich auf normale Pfeile wechseln. So. Aber bisher ist die noch nicht zu schwierig. Man muss halt immer auf diese Scheiße. Muss man echt gut aufpassen. Es ist echt unmöglich, sie zu treffen. Das gibt's doch nicht. Aber gut, wenn die so nach vorne guckt, dann haben wir, glaube ich, genug Zeit, ihr wirklich gut in den Kopf zu schießen. Macht die nicht mehr, oder was? So, jetzt, wenn man mich so, wenn die... Oh, das hat uns getroffen. Das habe ich jetzt nicht, das habe ich jetzt nicht erwartet, dass uns das auf einmal so trifft. Ich dachte eigentlich, wenn wir so hinter der Säule stehen und dann nur so vorlinsen, dann kann die uns nicht treffen, dachte ich eigentlich. Aber anscheinend geht das doch, oder wir standen ein bisschen zu weit vor. Kann natürlich auch sein. Okay, überspringen machen wir einfach mal. So. Und jetzt müssen wir erstmal wieder die Typen hier töten irgendwie, die jetzt da runterkommen. Möglichst früh direkt wegmachen, genau. Der ist weg. Der ist weg. Und der ist weg. Oh. Wieso konnte ich die nicht treffen, verdammte Scheiße. Komischerweise konnte die uns jetzt nicht treffen. Uah. Das war echt komisch. Jetzt habe ich zwar keine... kein Adrenalin mehr. Aber momentan geht's noch. Ja, aber die kann uns manchmal echt nicht treffen. Da check ich nicht, warum. Wow. Oh, ich hasse es. Oh, jetzt macht sie wieder sowas hier. Ah, jetzt kommen wieder die nächsten Ads. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Da kommen immer nach einer Zeit. Ah, jetzt. Genau. Natürlich gut jetzt. So, und die sind zum Teil echt schnell. Und wir müssen gleichzeitig wahrscheinlich auch noch immer hinter den Mauern bleiben. Weil sonst trifft dieser Scheiß... Genau, dieser Scheiß Laserstrahl trifft uns. Uah, okay, alles klar. Die sind weit gesprungen. Alter Schwede. Okay, und es werden mehr Ads. Und es hat verschiedene Phasen. Das schien jetzt, glaube ich, so ungefähr bei 66% Lebenspunkte oder sowas zu sein, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann kommt immer die nächste Phase und dann muss man erst wieder die Ads töten. Aber so schwer scheint der Kampf nicht zu sein. Also ich glaube, wenn man den ein bisschen mit ein bisschen System macht, dann geht es, glaube ich, klar.
Darum erstmal wieder die wegmachen hier. So, möglichst schnell die einfach weghauen. So, und jetzt geben wir ihr einfach ein paar Verwüsterschüsse in die Fresse. So. Genau, jetzt haben wir zwar kein Adrenalin mehr. Aber ist egal, wir geben jetzt einfach so ein paar. Oh, okay. Das darf man nicht verkacken hier. Also diese Attacke, die darf man nicht versauen, weil ich glaube, die bringt mich um sonst, wenn ich... So, jetzt haben wir wieder die nächste Phase. Genau, wie viele Schüsse habe ich noch? Alles klar. Also jetzt müssen wir aufpassen, dass wir die hier wegkriegen, einigermaßen anständig. Machen wir mal so. So machen wir einen echt viel Schaden direkt. Natürlich blöd, dass der ein Schild hat. Wow, wow, wow. Okay. Immer mit der Ruhe. Und wir dürfen natürlich auch, wenn wir hinter so einem, hinter einer Säule stehen, genau, die Attacke, die dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, wir sind nicht komplett sicher hinter so einem, hinter einer Säule. Okay, alles klar. Nächste Phase. Hier einfach wieder ein paar Attacken geben. Solange sie das macht, sind wir safe größtenteils. Wow, nein. Das habe ich jetzt fast vergessen. Okay. Jetzt können wir ihr sogar wieder einen Verwüsterschuss geben. Sehr gut. Und weiter. Wir haben nur noch 3 Pfeile. Nur noch 3 Todespfeile. Oh, jetzt sind sie alle. Okay. Ich glaube, die ist im Nahkampf. Ist die richtig schwer. Jetzt macht sie wieder die Attacke. Okay, alles gar kein Problem. So, jetzt geben wir ihr gleich wieder einen Verwüsterschuss. So. Dann haben wir, glaube ich, gleich auch die... Nein. Wollte gerade sagen, jetzt haben wir, glaube ich, auch gleich die nächste Phase erreicht. Warum machst du das denn jetzt zweimal hintereinander? Das ist aber fies. Oh, jetzt machst du das nur noch. Vor allem bräuchte ich mal ein bisschen... Wow. Ich bräuchte mal ein bisschen Adrenalin, dass ich meinen Heilskill benutzen kann. Weil das ist mir gerade ein bisschen zu unsafe hier. Gut, aber jetzt sind wir wieder in der Phase. Jetzt kommen wieder Ads. Und sogar auch richtig viele leider. Und zwar richtig viele. Oh, und die hat mich mit diesem scheiß Laser getroffen. Oh, ist das fies. Der Kampf ist wirklich herausfordernd. Aber ich will den schaffen mit diesen 25 Lebenspunkten. Das Problem ist echt das mit dem Adrenalin. Vielleicht sollte ich das ein bisschen sinnvoller machen. Das Adrenalin nur für diese Ads benutzen, damit ich die Ads schnell wegmachen kann. Und Medusa selbst einfach nur mit normalen Attacken. Das versuche ich mal. So, die können wir so relativ schnell wegmachen, denke ich. So. So, und jetzt einfach die Medusa mit normalen Attacken wegklatschen, dass wir unser Adrenalin behalten. Hä, wo ist sie? Da hinten. Was machen die da? Steht die ja beschissen. So. Mittlerweile können wir den Kampf. Obwohl, wenn ich volles Adrenalin habe, kann ich ihr schon mal einen Verwüsterschuss ins Gesicht geben, denke ich. Damit das einfach ein bisschen schneller geht hier. Sonst dauert das halt ewig, der Kampf. So. Ja, toll. Daneben schießen darf man natürlich nicht. Dann ist es natürlich ein komplett verschwendetes Adrenalin. Aber wir machen eigentlich ganz gut Schaden. Jetzt macht sie wieder den Scheiß. Nein. So, und vor allem haben wir auch immer genug Adrenalin, dass wir uns heilen können. Dass wir nicht unter die 25% Lebenspunkte fallen. Aber jetzt dürfte sie gleich eigentlich dann die Phase wechseln. So wie ich das verstanden habe, sind die Phasenwechsel bei
66 und bei 33%. Also wie so ein Raid-Boss von einem. Genau, wie so ein Raid-Boss von. In einem MMO. Mit verschiedenen Phasen. So. Wow, nein, nein, nein. Jetzt macht sie genau das hier. Oh ja, genau. Oh, fuck. Leute, das wird ein Spaß. Aber wir schaffen das. Das wäre jetzt echt doof, dass da habe ich jetzt gerade nicht mit gerechnet, dass sie direkt diese scheiß Attacke macht. Also man muss zusätzlich zu den Ads, muss man auch sie im Blick haben, damit man genau weiß, wann sie diese Attacke macht, weil die ist wirklich fies. Und wenn die kommt, dann muss man dodgen. Also da muss man dann auf jeden Fall... Oder ich mache zu dem Zeitpunkt einfach... Das kann ich auch machen, das versuche ich gleich mal. Ich mache mal diesen Einsatzskill da an dann. So, den weg. Und dann die beiden möglichst weg. So... Die halten zum Glück nicht so viel aus. Die machen zwar auch fiese Sprünge, wie ihr seht. Oh. So. Jetzt können wir ihren... Jetzt müssen wir aufpassen. Das ist wirklich die fieseste Attacke. Wenn ihr das nicht machen würde... Was macht denn Cassandra da? Renn doch! Oh. Die wollte einfach gerade nicht laufen. Die ist einfach nur normal gechillt gelaufen. Wahrscheinlich, weil die da an der... an der Wand irgendwie festhängen oder sowas. Aber dadurch, dass die so viel rumwackelt, trifft man die echt schlecht. Also das ist wirklich extrem. Man schießt andauernd durch Medusa einfach durch. So. Oh nein. Oh Mann, ich bin zu blöd für diesen Kampf. Ich muss mich wirklich dran gewöhnen, dass jede zweite Attacke diese Attacke ist. Aber ich werde diese Waffe nicht rauswechseln. Da ist jetzt mein... So schwer ist der Kampf nämlich nicht. Den kann man eigentlich klappen. Der läuft nach einem ziemlich einfachen Pattern, läuft der Kampf eigentlich ab. Von daher gibt es eigentlich keinen Grund, das nicht zu schaffen, ohne getroffen zu werden. Also ohne, dass man hier diese schönen 25% Lebenspunkte rausmachen muss. Da gibt es eigentlich keinen Grund zu... So, jetzt macht sie das. Ich habe nicht mehr viel Adrenalin. Ich frage mich, ob... Jetzt will ich mal was ausprobieren. Okay, ich kann diesen Skill also machen. Und ich kann mit diesem Skill auch Adrenalin aufbauen. Alles klar. Allerdings ist da die Animation ein bisschen kürzer und sowas. Man muss ein bisschen aufpassen. Aber man kann sie anscheinend auch mit Nahkampfangriffen machen. So ein bisschen zumindest. So. Toll. Jetzt kommt wieder die Scheißattacke. Ich sollte nicht, wenn die Attacke macht, nochmal irgendwie nochmal anfangen zu zielen oder sowas. Was auch ein bisschen nervig ist, ist, dass Cassandra manchmal sich automatisch um so eine Säule rumgucken will und sich aber ausgerechnet für die Seite entscheidet, zu der ich gerade nicht hin will. Jetzt kommt wieder die blöde Attacke, genau, so. Alles klar. Und, achso, nee, doch noch nicht nächste Phase. Ich dachte, jetzt wäre nächste Phase. Aber ist nicht so. Jetzt ist nächste Phase, alles klar. So, jetzt müssen wir aufpassen. Was macht Medusa und wann? Wann macht sie das? Jetzt mache ich einfach mal das an. Genau, zum Glück habe ich das angemacht, weil sie hat direkt mit dieser Attacke angefangen. Das ist so fies, dass sie direkt damit anfängt. So, jetzt müssen wir nur gucken. Oh, jetzt macht sie gerade den Laser. Okay, das heißt, solange sie den Laser macht. Hä, wieso kann ich denn jetzt nicht? Okay. Warum werde ich eingesteinert? Und vor allem, wie komme ich hier wieder raus? Geht vielleicht automatisch. So, ich muss aufpassen, dass sie nicht diese Attacke macht. Und macht sie es? Ja, jetzt macht sie das. Okay, alles klar. Dann einfach ein bisschen wegrennen. Und dann... Keine Pfeile mehr, okay. Pfeile wechseln. So, jetzt aufpassen. Jetzt macht sie nur ihren Laser, okay. Gut, alles klar. Dann geben wir ihr jetzt einfach mal... Wow. Geben wir jetzt ihr einmal einen so. Dann kriege ich nämlich wieder ein bisschen Adrenalin. So. Nein. Boah, jetzt macht sie nur noch das. Jetzt macht sie das öfter. Nein, doch nicht. Okay. So, aber wir hatten sie schon mal so weit.
Aber das macht sie jetzt schneller als bisher. Und sie portet sich jetzt auch mehr. Ja, alles gut. Wieso konnte ich denn jetzt keinen Verwüsterschuss machen, verdammte Scheiße? So, okay. Gucken, wo sie hingeht. Sie macht so einen, okay, sehr gut. Dann können wir ihr einen in den Kopf schießen. Gut. Oder das ist echt gefährlich hier, aber... Macht doch irgendwie Spaß. Nein, jetzt hat sie es doch gemacht. Es sah so aus, die macht manchmal mit ihrem Oberkörper, geht sie so nach hinten und macht so eine Kreisbewegung. Und dann macht sie normalerweise diesen Schrei, diesen Strahl. Und irgendwie hatte ich das jetzt gesehen, dass sie das macht. Und dann hat sie aber doch die andere Attacke gemacht. Also es war jetzt richtig Beschiss irgendwie. Aber egal. So, ich werde nicht aufgeben und wir werden dieses Video nicht beenden, bevor wir das nicht geschafft haben, weil mit langsam gewöhnen wir uns nämlich. Langsam gewöhnen wir uns an den Kampf. Und... Okay, jetzt in der ersten Phase scheint sie nichts anderes machen zu können. Okay. So. Wir geben ihr natürlich ein Todespfeil nach dem anderen einfach ab. Jetzt machen wir das, um Adrenalin aufzubauen. Sehr gut. So, aufpassen. Sie hat auch schön viele Pfeile schon in ihrem Körper. Ja, was war das denn jetzt? Das war wieder so ein typisches Beispiel. Ich will rechts um die Säule gucken und Cassandra macht einfach automatisch die Animation für links um die Säule gucken. Und deswegen hat die mich jetzt getroffen. Das war jetzt irgendwie, da konnte ich jetzt wirklich nichts für. Das war einfach das Spiel, das hat jetzt einfach in die falsche Richtung geguckt. Und vor allem ist so weit um die Säule rumgegangen, dass das mich getroffen hat. Also, das wollte ich absolut überhaupt nicht so machen. Das war jetzt echt irgendwie blöd. Naja. Ups. So. Vielleicht sollten wir wirklich einfach auf Nummer sicher gehen und hier nicht irgendwie versuchen, um die Säulen rumzugucken oder sowas. Manchmal portet sie auch zweimal hintereinander. Das ist auch echt krass. Nein, das habe ich vergessen. Ob ich mich jemals daran gewöhnen würde, dass sie diese Attacke macht? Wir wissen es nicht. Vor allem, ich würde einmal ganz gerne nah an sie ran, um ihr einmal so ein Skill abzugeben. Das mache ich jetzt, glaube ich, einfach. Einmal Adrenalin aufbauen. Hä, was war das denn jetzt? Hä? Was ist jetzt passiert? Das hat die ja noch nie gemacht und vor allem konnte ich bisher immer total safe einfach zu ihr hin und ihr sowas geben und diesmal hat sie das irgendwie umgedreht, als ob sie die Attacke gegen uns benutzt hätte. Einfach so mit einer Attacke gewone-shottet. Okay. Wussten wir bisher auch noch nicht. Vielleicht muss ich doch aufpassen und kann diesen Skill nicht einfach benutzen auf sie. Keine Ahnung, ey. Wir lernen hier immer neue Sachen in dem Kampf. Aber der Kampf ist wirklich nichts. Also ich meine, die anderen Kämpfe bisher sind nichts im Vergleich zu dem hier. Der ist wirklich gar nicht so einfach. So, und jetzt sparen wir einfach unser Adrenalin dann einfach. Wir müssen das Ganze echt ein bisschen safer einfach machen. Ich versuche das hier immer noch ein bisschen zu sehr zu hetzen. Ein bisschen zu sehr zu hetzen und zu schnell durch diesen Kampf zu gehen. Und ich glaube, wenn man den einfach chillig spielt, also einfach sich einfach Zeit nimmt, dann ist der, glaube ich, gar nicht so schwer. Weil dann einfach immer gucken, welche Animation macht sie, nicht versuchen irgendwie zu raten, was als nächstes kommt, sondern einfach zu gucken. Und halt einfach zu machen. Das ist, glaube ich, am besten hier. Und dann einfach langsam. So. Wo ist sie? Da. So. Den Anfangspassagen, die können wir jetzt mittlerweile schon ganz gut.
So, jetzt haben wir sogar die Phase geschafft. Sehr gut. Ich habe auch nicht mehr so viele von den anderen Pfeilen. Nein, nein, das habe ich vergessen, das habe ich vergessen. Oh ja, und natürlich macht Cassandra wieder nichts. Oh, ich habe jetzt so lange nach links und ausweichen gedrückt. Aber das hat man ja in diesem Spiel hier manchmal so, dass wenn man an der Wand ist, dass die nicht rennen können. Dass die einfach so irgendwie an der Wand festhängen und dann einfach nur ganz normal laufen. Und genau war das jetzt auch. Ich war anscheinend so nah an dieser Säule ran, dass Cassandra, hier seht das auch, manchmal werden die dann total langsam. Dass Cassandra da irgendwie wieder an dieser blöden Säule festhängt und deswegen ich nicht richtig laufen konnte, wie ich es eigentlich wollte. Aber gut. Weil ich hatte, als ich gesehen habe, dass die Roten kommen, hatte ich direkt zur Seite und ausweichen gedrückt. Und Cassandra hat einfach richtig lange nichts von beiden gemacht. Das war ein bisschen blöd. Das sollte ich mir auch echt abgewöhnen, dass ich da noch versuche, einen Pfeil reinzukriegen. Wenn ich weiß, dass eigentlich jetzt diese Attacke kommt, hier die. Und ich muss auch darauf warten, dass sie ja als alle... Ja, nicht immer um die Säule gucken, Cassandra. Okay. Das ist echt anstrengend mit der, dass die immer so rumgucken will. So. Ja, das wissen wir mittlerweile. Der Kampf ist echt nicht einfach, aber ich glaube, das ist eine coole Herausforderung, den mit diesen 25% zu machen. Weil ich glaube, das machen nicht so viele Spieler. Und von daher haben wir hier einfach dann nochmal einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad drin. Auch wenn der es mir natürlich gerade alles abverlangt. So. Oh, keine Pfeile mehr. Das hat mich jetzt ein bisschen abgelenkt. So. So, jetzt haben wir das schon mal geschafft. So, und jetzt wird sie gleich als erstes, wenn die Ads kommen, wird sie auch diese Scheißattacke machen. Mal sehen. Jetzt macht sie die nämlich. Genau, da ist es. Da ist diese Kackattacke. Ey, warum kam denn jetzt der Skill nicht raus? Hallo, mach doch mal den Skill. Okay. Die müssen wir jetzt echt wegkriegen hier. So. Und jetzt macht sie einfach diese Scheißattacke. Genau, die macht sie jetzt einfach öfter. Zum Teil auch mehrmals hintereinander. Okay, aber jetzt seht ihr, jetzt hat sie mit ihrem Oberkörper so rumgewackelt. Genau. Jetzt aufpassen, dass sie das nicht mehrmals... Und jetzt macht sie wieder Oberkörperwackel. Okay, das heißt, der Laser kommt. Und genau das hatte mich gerade in einem Try total verwirrt. Weil ich eigentlich dachte, sie hätte dieses Oberkörperwackeln gemacht. Aber hatte sie anscheinend nicht. Und dann kam doch dieser Scheiß aus dem Boden. Nein, 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 nein. Vorher hatte sie sich immer erst geportet und das dann erst gemacht. Jetzt macht sie es andersrum. Mann, triff doch mal. So, jetzt kommt wieder das, genau. Also manchmal will sie echt nicht schießen. Ja, das ist echt komisch, dass das manchmal einfach nicht klappen will. So. Aber, oh, ja, ja. Okay, das klappt eigentlich ganz gut bisher. Okay, Laserschuss. Ja, genau das meine ich. Da hat sie jetzt einfach den Laser mittendrin abgebrochen und auf einmal die andere Attacke gemacht. Ich glaube, dass sie das macht, also das ist jetzt meine Interpretation, weil es jetzt zweimal passiert ist. Ich glaube, dass sie das macht, wenn man zu weit weg ist. Dass sie ab einer gewissen Reichweite, dass sie dann nicht mehr den Laser macht, sondern dann lieber dieses andere Scheiß aus dem Boden. Da müssen wir mal... Ja, das wollte ich eigentlich nicht machen. Müssen wir mal drauf achten. Ob das auch tatsächlich der Fall ist, weil ich glaube, das ist so. So. Okay. Manchmal trifft man echt ihren Kopf nicht.
gibt's nicht. Das gibt's nicht. Die wackelt so viel hin und her, dass man die einfach nicht im Kopf treffen kann. So. Ich glaube, ich sollte mich einfach darauf konzentrieren, nicht immer in den Kopf zu schießen. Auch wenn das natürlich echt viel Schaden macht, so ein Kopfschuss. So. Also entweder macht sie, wie gesagt, bricht sie diesen Laser ab und macht dieses Bodenscheiß. Jetzt will ich das nochmal versuchen mit dem. Okay, ah, sie macht dann eine Nahkampfattacke und davon darf man sich nicht treffen lassen, sonst one-shottet die einen anscheinend. Zum Glück gehen auch die Säulen nicht kaputt. Die Säulen sind anscheinend unkaputtbar. Aber die sind ja auch ISO-Technologie. Wäre auch echt blöd, wenn die kaputt gehen könnten. Und vor allem wäre dann der Kampf relativ schnell, wäre das Kampfgebiet relativ schnell leer. Ah, jetzt haben wir die Phase schon mal geschafft. So, jetzt müssen wir einfach gucken. Sie macht dann jetzt gleich wieder ihre Kackattacke. Mal sehen. Jetzt macht sie gerade einen Laser. Auch komisch, das macht sie sonst nicht. Okay, man darf sich natürlich auch nicht einsteinern lassen. So, aber jetzt dürfte sie eigentlich... Ah, keine Pfeile mehr. Okay. Mal sehen, was sie jetzt als nächstes macht. Ja, genau das habe ich mir nämlich gedacht. So. Natürlich jetzt auch kacke, dass die beide ein Schild haben jeweils. So, was macht sie jetzt? Ah, sie macht Laser. Genau, und jetzt macht sie den Laser, wo auch gerade der Typ voll sprintartig auf mich zukommt. Okay. So, jetzt müssen wir aufpassen. Weil jetzt kann sie immer mal einfach den Laser abbrechen, wenn sie Bock hat. Haben wir schon gemerkt. Na, seht ihr? Genau. Wenn man zu weit weg ist, bricht sie den Laser ab und macht die andere Attacke. Das heißt, man darf auch nicht zu weit von ihr weg sein. Ja, jetzt häng ich fest an der Säule, die ich nicht sehen konnte, weil das Spiel die automatisch unsichtbar gemacht hat, die Säule. Weil sie nämlich in meinem Rücken war. Und damit das nicht von der Kamera verdeckt wird, hat das Spiel die Säule unsichtbar gemacht hinter mir. So. Also wir müssen einfach nur darauf achten, nicht zu weit weg zu sein von ihr. Weil dann bleibt sie bei ihrem normalen Pattern, was sie immer macht. Das heißt, einmal Bodenscheiß, einmal Blickscheiß. Nennen wir das einfach mal. Dann kommen wir nämlich, denke ich, können wir auch die Phase endlich mal hinter uns bringen. Das haben wir ja bisher noch nicht geschafft, diese Phase. Hä? Was hat mich jetzt schon wieder desynchronisiert? Ich bin da komplett safe hinter diesem Scheiß und dann trifft mich wahrscheinlich auf irgendeinem random Pixel, trifft mich doch so eine Attacke und dann bin ich auf einmal tot. Einfach so, von jetzt auf gleich. Das ist echt unfair. Aber gut. Auch damit müssen wir klarkommen. Und ich werde diese Scheißwaffe nicht rausmachen. Wir haben bisher alles in diesem Spiel geschafft mit diesem Buff. Und das heißt, wir werden auch die Medusa so schaffen. Vor allem, wenn ich das rausnehme und ich nur die Hälfte des Schadens mache, dann dauert das Ganze hier noch länger. Weil ich habe ja jetzt gerade einen Perk drin, dass ich den doppelten Schaden mache. Deswegen habe ich ja auch nur die 25% Lebenspunkte. Aber ich mache ja eigentlich doppelten Schaden. Stellt euch mal vor, wie lange das dauern würde hier, wenn ich das nicht hätte. Und genau darum will ich da nicht drauf verzichten. So, jetzt will ich ihr nochmal kurz hier so einen mitgeben. Dann wieder aufpassen, genau. Ich frage mich auch, wie die Medusa ist, wenn man die komplett im Nahkampf machen will, ob das geht. Oder ob das nicht geht, weil die zu oft diese One-Shot-Nahkampf-Attacke macht oder sowas. Oh nein, jetzt waren wir wieder zu weit weg. Also seht ihr, die kann das also auch schon in der ersten Phase machen, dass wenn man zu weit weg ist, dass sie dann diesen Bodenkack macht. Da muss man echt drauf aufpassen. Das ist eine echt böse Mechanik, dass ihr Blick, nenne ich das mal, dass das nur eine
eine gewisse Reichweite hat und alles, was drüber hinweg ist, sie einfach von jetzt auf gleich die Phase wechselt. So. Mal gucken, was sie jetzt als erstes macht. So wie es aussieht, da ja das Bodenscheiß. Okay. Haben wir schon mal zwei weggemacht. Den noch weg. Jetzt sind die Pfeile alle. Was macht sie jetzt? Also macht den Blick. Okay, gut. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass uns das Spiel nicht wieder trollt. Und einfach mal irgendwie so randommäßig umbringt oder sowas. Weil anscheinend irgendein Pixel von uns an einer Säule hervorguckt oder sowas. Ich würde echt gerne mal in die letzte Phase kommen. Dass wir wenigstens mal sehen, was da ist. Oh, das hätte ich nicht machen sollen. Okay. Aber langsam gewöhnen wir uns an den Kampf. Glaube ich. Langsam haben wir den drauf. Wieder nicht zu sehr von der Säule vorgucken. Ja, ist in Ordnung. Hätte ich nicht gedacht, dass der Kampf so schwer ist, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, wir machen es uns ja natürlich auch. Wir machen uns natürlich auch den Kampf selber künstlich schwer. Also mehr schwerer, als er eigentlich sein müsste. Indem wir im Prinzip keinmal getroffen werden dürfen. Aber so können wir wenigstens sagen, wir haben einen No-Damage-Kill gemacht. Das ist ja bei Dark Souls zum Beispiel auch ziemlich beliebt. So. Jetzt will ich sie aber gern mal in der nächsten Phase haben. Ah, haben wir jetzt, alles klar. Gut, dann gucken wir jetzt, was da jetzt alles kommt. Und vor allem, was sie macht. Ah, sie macht den Blick, okay. Gut, und vor allem macht sie den echt lange, anscheinend. Diesen Kackblick. Aber jetzt müsste sie als nächstes das Bodenscheiß machen, oder? Ja, genau, alles klar. Gut, dann laufen wir jetzt einmal. Machen jetzt diesen Typen weg. So. Und jetzt müssen wir hoffentlich nur noch sie machen. Sie hat bisher... Wow. Bisher hat sie nichts Neues gelernt. Sie portet sich halt ziemlich schnell und macht dann diese Attacke. So, aufpassen. Nicht zu nah an die Säulen gehen, weil dann macht Cassandra wieder irgendwas, was man nicht vorhersehen kann. So, jetzt können wir hier auch zwischendurch mal ein paar Verwüsterschüsse. Jetzt hat Cassandra ist gerade wieder komplett random in irgendeine Richtung gelaufen. Einfach rückwärts. Das wollte ich überhaupt nicht. Wow, okay, jetzt übertreib mal nicht hier mit deinem Rumgeporte. Oh, jetzt macht sie das auch mehrmals. Jetzt wird sie sauer, glaube ich. Vor allem jetzt hört sie auch nicht mehr auf mit dem Scheiß. Was sag mal? Okay, jetzt hat sie neue Sachen gelernt. Jetzt macht sie halt das mit dem Rumgeporten noch ein bisschen extremer. Aber ich meine, wenn man einfach in Bewegung bleibt, sollte es eigentlich gehen. So, jetzt haben wir sie gleich. Wenn ich jetzt nicht totalen Bullshit mache, haben wir sie jetzt. Gleich. So in den nächsten zwei Attacken oder sowas. Ja, das war's, glaube ich. Ja, wir haben es geschafft, endlich! Puh.
Ich frage mich, wie viele wohl über die Jahre zu Schlangenhaarigen geworden sind. Genau, also Ligeia hat tatsächlich Medusa besiegt. Also Ligeia war wahrscheinlich sogar besser als wir. Ich meine, so oft, wie ich hier gestorben bin, wir haben jetzt, glaube ich, alleine eine halbe Stunde für die gebraucht. Aber ich meine, okay, gut, wir haben es geschafft, den kompletten Kampf ohne Schaden zu bekommen. Das muss dann erstmal einer nachmachen mit nur 25 Lebenspunkten. Dann hat sich Ligeia halt leider in die Medusa verwandelt. Und das bedeutet, Ligeia lebt jetzt natürlich auch nicht mehr. Aber egal, nehmen wir mal das Artefakt. Und jetzt heißt es natürlich, dass wir uns jetzt in die Medusa verwandeln würden. Jetzt holen wir hier wahrscheinlich das Artefakt aus ihrem Anus. Und ja, jetzt müssen wir dagegen kämpfen. Und da seht ihr, da kommt jetzt von hinten der Geist von Medusa. Und wenn wir nicht stark genug gewesen wären, hätten wir uns jetzt ebenfalls in die nächste Medusa verwandelt. Halt eine ziemlich gute Taktik, damit im Prinzip dieses Artefakt für immer und ewig überbleibt. Und beschützt bleibt und es definitiv immer eine Medusa gibt. Ziemlich schlau gemacht von den Isu. Was jetzt? Erinnern wird sich, sage ich, wohl noch mancher an uns. Ja, was ist denn jetzt überhaupt mit Breeze? Hat die jetzt überlebt? Ist die hier auch oder nicht? Ich weiß gar nicht mehr, wie war das in dem Video? Wir hatten das Video ja geguckt, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Das ist jetzt schon wieder eine halbe Stunde her. Okay, wir sind wieder draußen. Und wir haben es geschafft. Ja. Okay, und wir haben die Medusa-Galleonsfigur bekommen. Aber ich glaube, das, was wir bisher haben, ist am coolsten. Und die Harpe des Perseus. Und den Schatz der Medusa, dass das Artefakt ist. Gucken wir uns die Harpe mal an. Was das ist hier. Ist sogar mit Jägerschaden, Abklingzeit für alle Fertigkeiten, kritischer Schaden. Eigentlich gar nicht schlecht, das Ding hier. Das ist kein verkehrtes... Kein verkehrtes Teil. Bringt uns jetzt, glaube ich, selbst gerade nichts in unserem Set. Aber trotzdem ist das hier, glaube ich, kein schlechtes Item. Naja. So. Dann haben wir das also auch geklärt. Von daher würde ich dann sagen, machen wir Schluss für heute. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen Sachen zerlegen. Und dann haben wir es auch endlich geschafft. Wieder ein langes Video heute. Ich muss sagen, ich bin eine Mischung aus enttäuscht und stolz. Enttäuscht, weil ich so lange gebraucht habe, um den Kampf wirklich richtig reinzukriegen. Weil ich viele dumme Schusseligkeitsfehler gemacht habe. Obwohl ich den Kampf eigentlich relativ schnell und früh verstanden habe. Stolz aber, dass wir es letztendlich trotzdem geschafft haben, mit nur 25% Lebenspunkten, ohne ein einziges Mal getroffen zu werden. Wäre natürlich auf einem Assassinen-Bild noch krasser, eine noch krassere Herausforderung gewesen. Oder mit einem Kriegerbild einfach nahkampfmäßig. Aber ich glaube, dafür ist der Kampf nicht ausgelegt. Ich glaube, der ist wirklich einfach ein Fernkampfboss, dieser Encounter, also dieser Boss. Und ja, dann würde ich sagen, werden wir jetzt hier erstmal eine Pause machen und im nächsten Video bringen wir dann das letzte Artefakt nach Atlantis und dann gucken wir mal, was da passiert, weil dann dürfte wirklich die große Hauptstory abgeschlossen sein. Ich sage jetzt erstmal Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen, bin schon echt auf eure Kommentare gespannt. Sorry, dass ich das Video so lange in die Länge gezogen habe, aber ich hoffe, es war trotzdem spannend für euch. Ich sage jetzt hier erstmal Tschüss und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, Leute.